Es traf mehr als 33 Millionen Menschen, flutete ein Drittel des Landes. Das Hochwasser in Pakistan 2022. Obwohl das Land nur für einen Bruchteil der globalen Emissionen verantwortlich ist, leidet der südasiatische Staat überproportional unter dem Klimawandel. 1,5 Jahre nach der Tragödie kämpfen viele noch immer darum, ihr Leben wieder aufzubauen. Eine Nacht vor der Flut hatten wir noch alles. Heute haben wir nur noch unser nacktes Leben und sonst nichts. Ich bin besorgt über das, was noch kommt. Außer von Gott erwarten wir von niemandem Hilfe. Ich habe mich schon oft an die Regierung gewandt, aber niemand tut etwas für uns. Die Behörden geben keine Entwarnung. Die Dystopie steht vor unserer Haustür. Aber Unterstützung bleibt aus. Die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen Pakistans warten weiter. Am Nachmittag merkten wir, dass der Flusspegel ansteigt. Das hatten wir auch schon bei früheren Fluten erlebt. 2020 hatten wir unseren Ort verlassen, aber dieses Mal beschlossen wir zu bleiben. Später schickten wir erst einmal die Kinder weg. Es hatte schon 3-4 Tage lang geregnet. Am Abend stieg der Wasserstand weiter an. Das ist das Letzte, woran wir uns erinnern. Am nächsten Morgen waren sowohl unser Hotel als auch unser Haus von der Flut weggeschwemmt worden. Immerhin, er hat überlebt. Seine Stadt Bahrain liegt im Nordwesten Pakistans, ein beliebtes Touristenziel. Wegen der Landschaft wird die Region auch als die Schweiz des Ostens bezeichnet. Der Tourismus war die tragende Säule der Wirtschaft und machte mehr als ein Drittel des Einkommens aus. Heute sieht es hier eher wie eine riesige Baustelle aus. Etwa 90-95% der Menschen in Bahrain sind derzeit arbeitslos. Die Flut hat alles weggespült. Ich hatte 10-20 Angestellte in meinem Hotel. Heute bin ich selbst arbeitslos. Nur ich und mein Gott wissen, wie ich überleben kann. Bei dem Hochwasser verlor Muhammad Ayas sein Familienunternehmen, ein 3-Sterne-Hotel. Der Verlust hat die Familie schwer getroffen. Das Hotel war die einzige Einnahmequelle der Familie. Mein älterer Bruder war der Besitzer, zusammen mit meinem Vater. Gemeinsam haben wir das Geschäft geführt. Mein jüngerer Bruder, der einen Master in Wirtschaftswissenschaften gemacht hat, ist seit etwa einem Jahr arbeitslos. Er geht jetzt nach Dubai. Mein jüngster Bruder hat studiert, aber wegen unserer finanziellen Lage hat er sein Studium abgebrochen. Die Regierung hatte 400.000 Rupien zugesagt, knapp 1.300 Euro, aber den Männern bis jetzt nichts ausgezahlt. Wir gehen oft zur Bank, aber die Leute dort sagen uns, dass die Behörde für die Auszahlung zuständig ist. Daraufhin habe ich mich an den Kommissar des Distrikts und an den Bezirkskommissar gewandt. Jeder schickt mich einfach zu einem anderen Beamten oder einer anderen Abteilung. Mit den 400.000 Rupien kann man nicht viel anfangen. Aber wir hätten das Gefühl bekommen, dass unsere Regierung sich um uns kümmert. Leider ist nichts geschehen. Ich sage dir, heutzutage sind 400.000 Rupien fast nichts. Am Anfang kamen Beamte zu uns und machten sich Notizen über unsere Verluste. Wir mussten bei vielen Stellen Beschwerden einreichen und alles detailliert angeben. Nach 3 Monaten hatten wir den Papierkram erledigt und die Zusage erhalten. Für Ayas und die Menschen der Region könnte es irgendwann besser werden, wenn der Wiederaufbau abgeschlossen ist und die Touristen zurückkehren. Aber in vielen anderen Teilen des Landes teilt man diese Hoffnung nicht. Als ich abends von den Feldern zurückkam, besaß ich noch etwas, aber mit der Nacht habe ich alles verloren, mein Haus und alles darin. Der 48-jährige Azam Khan nimmt uns mit an den Ort, den er einst sein Zuhause nannte. Sein Erbe und 12 Jahre harte Arbeit in Saudi-Arabien, jetzt nur noch Steine und Staub. Dies war der Weg zu unserem Haus, knapp 5 Meter. Die Trümmer hier sind die Überreste des Hauses. Es hatte 150 Quadratmeter. Diese Überreste gehören zum Außenbereich. Khan war nicht der Einzige, der sein Haus verloren hat. Nach Angaben der Regierung wurden über 300 Häuser komplett zerstört, mehr als 3.000 zum Teil.
Für Khan und seine Familie begann mit dem Hochwasser eine Odyssee. Sie mussten sich eine neue Bleibe suchen, konnten aber die Miete nicht immer pünktlich zahlen. Mehrmals mussten sie umziehen. Hier wohnen wir jetzt. Das hier nennen wir unsere Haustür. Komm rein und sieh dich um. Das Ganze hier war voller Müll. Wir haben alles ausgeräumt und mit Lehm aufgefüllt. Das ist jetzt so etwas wie unsere Veranda. Das ist unsere Küche und der Herd. Wir sind arme Leute. Das ist unser Badezimmer. Es gibt kein richtiges Abwassersystem, deshalb sammelt sich das ganze Schmutzwasser hier. Das Bad liegt niedriger als die Tür. Deshalb steht das Wasser hier. Aber was können wir tun? Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Das ist unser Zimmer. Es hat weder eine Tür noch Fenster. Wenn es regnet, tropft es oft durch das Dach. Man kann sehen, dass das Dach immer noch nass ist. Hier verbringen wir unsere Tage und Nächte. Im Winter ist es sehr schwierig. In der konservativen Region Charsada dürfen sich Frauen nicht vor Fremden zeigen, geschweige denn vor Reportern. Doch Asams Frau Tayaba ist von den Lebensbedingungen genervt und will deutlich sagen, was das alles für eine Mutter von 4 Kindern bedeutet. Das eine Kind wünscht sich das eine, das andere etwas anderes. Ich sage ihnen, dass ich mit dem Geld Linsen für die ganze Familie kaufen muss. Luxus können wir uns nicht leisten. Wir haben keine Hoffnung mehr, abgesehen von Gott. In der Region Charsada sind nicht nur Gebäude zerstört worden, sondern auch landwirtschaftliche Nutzfläche, etwa 9000 Hektar. Mit schlimmen Folgen für die Bevölkerung, aber auch für die Einnahmen der Provinz. Der stellvertretende Kommissar für Charsada, Wakas Ureman, hat keine Zweifel, was die Ursache der Katastrophe ist. Wir erleben ungewöhnliche Wetterbedingungen, wie die übermäßig starken Regenfälle während der Monsunzeit. Das ganze Land, einschließlich unseres Distrikts, hat dadurch Verluste erlitten. Der Klimawandel stellt uns an vielen Fronten vor Herausforderungen. Er sagt, dass zwar 647 Millionen Rupien, also 2 Millionen Euro, als Entschädigung ausgezahlt worden seien, dass aber viele Betroffene möglicherweise leer ausgegangen sind. In diesem Dorf in Charsada hat jeder Verluste zu beklagen und fast niemand wurde entschädigt. Einige haben ihre Häuser verloren, andere ihre Geschäfte. Aber Asam Khan hat etwas für ihn noch Wertvolleres verloren: seinen Glauben. Ich bin alt geworden. Ich habe nicht mehr die Energie und Kraft, um zu arbeiten. Auf der einen Seite machen mir Armut und Verzweiflung Sorgen und auf der anderen Seite denke ich auch daran, was mit meinen Kindern geschehen wird. Knapp 1200 Kilometer südlich von Islamabad, tief in der trockenen Provinz Sindh, befindet sich der See Mancha. Einer der größten Süßwasserseen Asiens. Auch hier gibt es außergewöhnliche Wetterphänomene aufgrund des Klimawandels mit Folgen für die Menschen. Dieser See ist die Heimat des Mohana-Stammes. In der lokalen Sprache bedeutet das so viel wie Fischerdorf. Ein Dorf auf Booten, über 200 Jahre alt. Hier lebten einst über 30.000 Menschen. Heute gibt es nur noch 45 Boote. Die meisten Bewohner sind weggezogen. Diese Familie hat in einer verlassenen Schule Unterschlupf gefunden. Alle Boote sind weg. Hier, unsere Fischernetze. Früher hatte ich 8 eigene Boote. Mehrere Generationen des Mohana-Stammes haben auf Booten gelebt. Nun müssen sie mit einem neuen Leben klarkommen, ohne Ausbildung und ohne Kenntnisse über das Leben an Land. Kairian Mai blickt mit Sorge in die Zukunft und erinnert sich an ihre Vergangenheit.
Wir haben hier gegessen, getrunken und gelebt, alles auf dem Boot. Ich habe auch in einem Boot auf dem See geheiratet. Meine Kinder wurden hier geboren, sie heirateten hier und bekamen ihre Kinder hier. Wir kannten nur das, was man auf dem Wasser machen kann: Fischen und Boote reparieren. Unser Essen haben wir aus dem Fluss geholt. Meine Mutter sagt immer, das beste Essen ist das, was man in seinem eigenen Garten anbaut. Das haben wir getan. Alles war gut. Die einst üppigen Fischbestände sind geschrumpft. Die Folge von Industrieabwässern, von ungewöhnlichen Wetterbedingungen und sinkenden Wasserständen wegen geringer Niederschläge. Mashuk Birmani kämpft mit einer NGO um die Rettung des Mancha-Sees. Wir glauben, dass es aufgrund des Klimawandels hier nur noch sehr wenige Fische gibt. Früher gab es im Mancha-See über 40 verschiedene Arten von Süßwasserfischen. Außerdem sah man hier regelmäßig Vögel, die aus Sibirien kamen. Die Menschen des Mohana-Stammes liebten die Natur. Aber jetzt sind sie vertrieben worden und desorientiert. Wir glauben, dass der Mancha-See stirbt. Wir müssen den See retten. Wenn das Leben in den See zurückkehrt, wird auch die Freude in das Leben der Mohanas zurückkehren. Sheryl Rehman, Pakistans ehemalige Ministerin für Klimawandel, hat auf internationalen Foren Alarm geschlagen. Was in Pakistan geschieht, passiert auch anderswo. Wir wollen es nicht, aber die Dystopie steht schon vor unserer Tür. Pakistan hat viele Probleme. Eine schwierige Sicherheitslage, die Finanzkrise, politische Instabilität. Jetzt wird die Regierung auch noch mit dem Klimawandel konfrontiert. Bis sich jedoch etwas tut, werden vor allem die Schwächsten die Folgen tragen.